Die Shahada, die du sagst, ist nicht genug. Die Kalima, die du sagst, ist nicht genug. Allah subhanahu wa ta'ala möchte mehr als nur Worte. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Meinen die Menschen, sie würden in Ruhe gelassen werden, wenn sie bloß sagen, wir glauben? Und meinen sie, sie würden nicht auf die Probe gestellt werden? Glaubst du also, dass es reicht, wenn du einfach sagst, ich glaube, ich habe ein reines Herz, ich bin Muslim? Glaubst du, Allah wird dich hierauf nicht prüfen? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und wir stellten doch die auf die Probe, die vor ihnen waren. Also wird Allah gewiss die erkennen, die wahrhaftig sind. Und gewiss wird er die Lügner erkennen. Allah subhanahu wa ta'ala ist allwissend. Er weiß, was du im Herzen hast. Und ob du es ernst meinst oder nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte dir Yawm al-Qiyamah zeigen, was du vorausgeschickt hast. Wie ernst du es gemeint hast. Er möchte dir zeigen, welche Qualität dein Iman hatte. Und entsprechend deiner Qualität wirst du belohnt oder bestraft. Das ist der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Das ganze Leben ist eine Prüfung. Sobald du sagst, ich bin Muslim, wirst du geprüft werden. Ob du willst oder nicht. Ob es dir passt oder nicht. Der eine wird mehr geprüft, der andere weniger. War die Prüfung von Adam alayhi salam nicht der Shaitan, der ihn zum verbotenen Baum hinführte? War die Prüfung von Nuh alayhi salam nicht sein Sohn, der durch seinen Ungehorsam ungläubig wurde? War die Prüfung von Lut alayhi salam nicht sein homosexuelles Volk? War die Prüfung von Isa alayhi salam nicht die Juden, die ihn verraten haben? War die Prüfung von Yusuf alayhi salam nicht seine Brüder, die ihn beneideten und deswegen töten wollten? War die Prüfung von Musa alayhi salam nicht Pharaon? War die Prüfung von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nicht die Führer in Mekka, die die Wahrheit geleugnet haben, ihn bekämpft haben, Lügen verbreitet haben und ihn schließlich töten wollten? Und jetzt frage ich dich, was ist deine Prüfung? Ist deine Prüfung das Geld? Ist deine Prüfung dein Auto? Ist deine Prüfung eine uneheliche Beziehung, von der du nicht loslassen kannst? Ist deine Prüfung dein Geiz? Ist deine Prüfung der Hijab? Was ist deine Prüfung? Unsere Prüfungen sind mehr oder weniger Luxusprobleme. Weißt du, worin deine Geschwister in der islamischen Welt geprüft werden? Ihre Prüfung ist, dass sie keinen Strom haben, während du fließend Strom hast. Ihre Prüfung ist, dass sie kein Wasser haben, während du es dir aussuchen darfst, ob das Wasser warm oder kalt sein soll. Ihre Prüfung ist, dass sie ihre Kinder unter Bombenhagel suchen müssen, während wir unsere Kinder in schönen Zimmern unterbringen. Andere müssen den ganzen Tag für einen Euro arbeiten gehen, während du es im Schlaf verdienst. Sie haben nicht genug Kleidung, während wir manchmal nicht wissen, was wir anziehen sollen. Jetzt sag mir, was ist deine Prüfung?